Hallo Leute und willkommen hier bei Leocraft zu einer neuen Folge im Redstone Bunker von The Joecraft. Link zu ihm ist in der Videobeschreibung. Der hat das Ganze hier erbaut. War eine Arbeit von einem halben Jahr. Und wir verbessern den und bauen den jetzt hier um und haben uns entschlossen, hier eine weitere Fehlerinfo dran zu bauen. Und zwar, wenn es Probleme mit dem Haupt-IMS-System gab. Mein Buch habe ich noch, oder? Ja, sehr schön. Dann gibt es hier eine Fehlermeldung. Mit Trichtern wird die eingeschleust. Und die wird jetzt erstellt. Dazu gehen wir ins Lager. Das leckt jetzt immer, wenn man so schnell fliegt. Und leckt immer noch, immerhin, man kann so schön den Horizont, gut, jetzt nicht mehr, und konnte bis eben noch sehr schön den Horizont beobachten. So, hier ist, glaube ich, das stimmt nicht, oder? Die Kiste ist nicht leer. Nein, da ist Fehler 1 drinnen. Fehler 01. Klammer auf. Item nicht gefunden. Item nicht gefunden. Zack. So, dann machen wir hier Fehler 2 rein. Und Fehler 2 ist, ja, wie nennen wir den? Ungültiges IMS. Unbekannte Herkunft. Unbekanntes Ziel. Und das erstellen wir jetzt auch mal, das unbekannte Ziel, mit unserem Amboss. Wir brauchen Papier. Das tun wir noch schnell in die Kiste stopfen. Und Item nicht gefunden. So, und dann machen wir mit unserem Papierchen den nächsten Fehler. Halt hier verschiedenes Papier. Nächster Fehler ist Fehler 02. Unbekannte Herkunft. So. Jo, das geht. Ach so, unbekanntes Ziel. Fehler 02. Unbekanntes Ja, unbekanntes Ziel. Hier kommt wieder zurück und wir lagern das jetzt ein. Hier in diese Kiste kommt das.
Dann wird das Ganze hier unten eingerichtet. So, wieder zumachen. Nach geht zu. Und dann noch oben einrichten auf dem Dach. Fakt ist, das Ganze brauchen wir nicht. So, das wird nämlich jetzt weggekloppt. Für unsere Fehlermeldung sind diese Sachen irrelevant. Deswegen füllen wir mal von tfill und hier. Bis hier unten. Nee, umgekehrt. Hier müssen wir das machen und dann so mit R. Kann doch nicht sein. Von hier. Bis. Hier unten. Mit R. Jetzt funktioniert's. Auf einmal funktioniert's. Die Zelle ist abgerissen. Und statt dieser Zelle, welche jetzt die hier, glaube ich, ist, oder? Ich glaube, die geht hier rein, oder? Ja. Deswegen brauchen wir einmal unsere Fehlermeldung. Weil hier einfach mal reinkommt. Und dann noch Trichter. Welche hier hinkommen und dann ist das System auch hier eingerichtet. Wir brauchen nur noch. Mist, jetzt habe ich alle meine Zettelchen weg. Wir brauchen nur noch hier Zettel. Und gehen dann an unsere Station. So, da sind wir jetzt. Und richten das schnell ein. Wobei schnell ist gut. Gesagt. Falsche Richtung. Hier müssen wir. Gut.
Und wir machen es hier noch kompakter. Nee, machen wir nicht. Wir brauchen auf jeden Fall zwei Trichter. So viel steht fest. Und wenn der hintere leer ist, na, wir brauchen drei. Ja. Drei Trichter, das geht am einfachsten. Kein Bock hier auf irgendwelche altbewährten Designs zurückzugreifen. Ich mache einfach mein eigenes Design. Und das funktioniert auch. Es geht ja nur darum, falls was schief läuft, hier eine Fehlermeldung auszugeben. Mehr ist es ja nicht. Also, was wir da an Fehlermeldungs-Items haben, die müssen auch auf keinen Fall nachgemacht werden. Es sei denn, irgendein Trottel kommt auf die Idee, die Fehlermeldungen wegzutun. Aber dafür gibt es ja auch die Bunker-Admin-Karte, sonst hat niemand Zugriff darauf. Und so müsste das dann gut funktionieren. So, hier noch einmal die Blöcke hin. Und dann kommt das hier hin. So rein. Und dann kann man es anschließen an diesem IMS-Slot hier. Und das mache ich wieder alleine. Zeige euch dann, dass es funktioniert. Und diesmal teste ich es vor der Aufnahme. Und ich sage jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.